Ja, servus zusammen, ich bin der Robert von die Gearheads und ich möchte euch heute mal einen Rucksack vorstellen, wo klar rauskommt, wie viel Gepäck wir dabei haben sollten. Zum Beispiel bei einer klassischen Hochtour, bei einer Woche, wo ich unterwegs bin, zum Beispiel in den Ötztaler Alpen. Was muss an Gepäck dabei sein, was nicht, was macht Sinn, wo kann ich Gewicht einsparen, wo ist es optimal, ein bisschen mehr Gewicht dabei zu haben. Das möchte ich euch heute mal vorstellen und ich denke, hier zeige ich euch mal genau, was in dem Rucksack drin ist. Optimal wäre natürlich, wenn der Rucksack maximal 10 Kilo schwer wäre. So, ich möchte euch jetzt einmal die zwei Rucksacktypen vorstellen, die eventuell für so eine Hochgebirgsdurchquerung in Frage kommen. Ich habe mich jetzt für die etwas komfortable Variante entschieden. Der Rucksack wiegt ca. 1200 Gramm. Er ist ein bisschen schwerer, aber dafür haben wir hier dementsprechend viel Tragekomfort. Natürlich kann man auch einen etwas leichteren Rucksack nehmen wie den hier, aber ihr seht ja gleich der Unterschied an den Trägern. Die sind natürlich nicht so gut gepolstert und wenn das Gewicht ein bisschen höher ist, dann empfehle ich auf jeden Fall hier ein bisschen gepolsterte Variante. Der Rucksack hier kann man auch nehmen, der wiegt ca. ein halbes Kilo weniger. Aber dadurch ist eben das Problem, dass das Gewicht nicht so gut auf den Schultern lastet und vor allem, ich kann hier die Hüftflosse, ihr seht schon, die ist halt nicht so gut einstellbar wie hier zum Beispiel bei ein bisschen schweren und komfortablen Rucksack. So, jetzt schauen wir uns einmal an, was man in dem Rucksack drin haben sollte. Also wie gesagt, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man etwa auf 10 Kilo Gewicht kommen sollte, maximal. Und ich fange jetzt an, was ich alles in dem Rucksack dabei habe. Hier das erste Mal haben wir hier auf jeden Fall mal unseren Pickel. Der Pickel ist jetzt relativ leicht. Wichtig darauf Wert zu legen, dass die Haue dementsprechend guten Grip hat, dass man gut einschlagen kann. Ihr seht ja schon, hier unten ist ein bisschen sparsamer, insgesamt vom Gewicht ein sehr leichter Pickel, aber auch ein sehr stabiler und vor allem handliches Teil, ideal um so eine Ötztal-Durchquerung zum Beispiel zu machen. Als nächstes zeige ich euch jetzt einmal, was ich alles in dem Rucksack drin habe. Ja, Hauptproblem momentan auf den ganzen Hütten, das wisst ihr selber, wir müssen alle einen sogenannten Hüttenschlafsack dabei haben. Ich habe mich für die Variante von dem Schlafsack der Dreamlight von Deuter entschieden. Der wiegt also im Leergewicht, hat er ca. 500 Gramm. Das heißt, ich habe nicht zu viel dabei, ich habe nicht zu wenig dabei, aber im Hüttenbereich wärmt er mich gut und ich bin gut ausgerüstet auf den Hütten ca. auf 2,7 oder 3000 Meter Höhe. Ja, wenn ich heutzutage Ötztal-Durchquerung mache zum Beispiel, muss ich ja auch über den Gletscher gehen, da brauche ich eine gewisse Sicherheitsausrüstung. Ich brauche Steigeisen, ich brauche Gurt, ich brauche ein Seil. Ich habe mich hier für das leichte Einfachseil entschieden. Das ist 9 mm stark. Es ist ein sogenanntes Einfachseil mit Dreifachzertifizierung. Ist zum einen vom Metergewicht relativ leicht, wiegt nur ein bisschen mehr als 50 Gramm, hat eine Länge von 50 Meter und wiegt dann eben grob gesagt 2,5 Kilo. So, das nächste ist, hier ist meine ganze Sicherheitsausrüstung drin, außer natürlich dem Seil, das habe ich euch ja schon vorgestellt. Hier ist drin meine Steigeisen, mein Gurt, meine Eisschraube, meine Karabiner, Bandschlingen, Pusikschlingen und so weiter. Wir wollen ja ein bisschen Wert legen auf Leichtigkeit und deswegen Eisschraube, klar, Sicherheit, da können wir jetzt nicht die leichteste Schraube nehmen, könnten wir schon, aber da kommt es um 50 Gramm nicht drauf an. Hier zum Beispiel ganz klar meine Karabiner, mit denen ich mich am Gurt einhängen kann oder sollte. Je nachdem, wenn ich am Seil gehe, brauche ich unterschiedliche Karabiner. Ein paar Bandschlingen gehören auch noch dazu, aber die wiegen jetzt nicht die Welt. Und dann eine ganz tolle Sache, habe ich mir vor kurzem erst zugelegt. Optimal, und zwar einen sogenannten Leichtgurt. Ja, der Gurt wiegt etwa, ja, 150 Gramm, ist extrem leicht und es ist ein ganz klassischer Hüftgurt. Den kann ich einfach super für so Hochgebirgsdurchquerungen hernehmen. Optimales Teil, mega, mega gut. Und mein ganzer Stolz seit ein paar Wochen,
meine neuen Steigeisen, die ich jetzt schon einige Male benutzt habe. Und ich bin total happy über so mega leichte Steigeisen. Die wiegen etwa die Hälfte von meinen herkömmlichen Steigeisen, sind optimal am Schuh zu befestigen. Aber ihr seht ja schön, hier hinten habe ich Alu und vorne habe ich Stahl. Das heißt, optimales Balance zwischen Leichtigkeit und Festigkeit am Berg. So, dann schauen wir mal, was wir noch alles in dem Rucksack finden. Ja, zum einen hier eine Primaloft-Jacke für etwas kältere Temperaturen am Berg, ganz wichtig. Dann natürlich ein paar Handschuhe. Ja, wenn wir über den Gletscher laufen, müssen unsere Finger geschützt bleiben. Deswegen brauchen wir ein paar dünnere Handschuhe. Auf der Hütte oben, wenn wir mal in der Nacht aufs Klo müssen, haben wir hier eine kleine Stirnlampe mit dabei. Finde ich ganz praktisch auf Tour. Ist neben einer Jacke ganz angenehm. Eine sogenannte Weste ist ganz gut, wenn es mal eben ein bisschen wärmer ist, aber doch noch nicht zu warm. Dann kann man mal so eine schöne Weste sich anziehen. Ja. Dann ganz wichtig für den Regenschutz habe ich noch eine Überhose drin. Und hier vielleicht mal ein ganz kleiner Tipp an euch im Vorfeld. Die Überhose schon hier mit dem Reißverschluss öffnen. Weil wenn da mal ein Gewitterschauer oder ein Regenschauer kommt, dann habt ihr die Hose schon offen, schlupft rein. Und dann macht ihr das Ding einfach zu und ihr seid schon optimal vorbereitet. Natürlich zu jeder Regenhose brauche ich auch eine Regenjacke. Die habe ich auch natürlich dabei. Da komme ich gleich noch dazu. Hier sind jetzt noch so ein paar Utensilien, die ich brauche für die Hütte. Also da habe ich drin ein Handtuch, alles Leichtgewicht, eine leichte Hose für am Abend und natürlich vielleicht noch das ein oder andere T-Shirt oder Unterhose zum Wechseln, falls ich mal komplett durchgeschwitzt bin. Hier, das ist wichtig, ist Hauptproblem bei Durchquerungen, dass ich einfach viel zu viel Gewicht drin habe. Hier, das ist meine ganze Waschutensilien drin, da ist meine Sonnencreme, meine Zahnpasta, paar Waschutensilien, mein Sonnenschutz ist da alles mit dabei. Das reicht, so eine kleine Box sollte das sein, aber mehr nicht. Ja. Und natürlich hier noch eine kleine Fleece-Pulli, sage ich mal. Ein paar Ersatzhandschuhe, falls mal ein bisschen kühler wird. Und hier meine Hardshell-Jacke. Relativ leicht, wie knapp 300 Gramm, ist eine sogenannte Pro-Shell-Jacke, also geeignet für Rucksäcke, wenn sie zwischen 8 und 10 Kilo schwer sind. Ja, ganz wichtig, neben der Regenhose und zu guter Letzt auf jeden Fall noch eine Mütze, ja, für etwas kältere Temperaturen am Berg. Und falls mal wirklich was passieren sollte, was ich natürlich nicht hoffe, haben wir noch dabei einen kleinen Biwaksack und eine Verbandsapotheke. Ja, und ihr seht jetzt schon, das ist ein Riesenberg hier, der allein in dem Rucksack Platz gefunden hat. Und alles zusammen wiegt nicht mehr wie 10 Kilo. Wichtig ist für euch, was kostet am meisten Gewicht? Das sind zum einen Nahrungsmittel und zum anderen Bekleidung. Und deswegen das ausgewogene Verhältnis zu finden zwischen wenig mitnehmen und aber optimal ausgerüstet sein und viel mitnehmen und viel schleppen. Das ist eine Balance, da muss man erstmal richtig finden. Man muss einige Touren machen, um da richtig das einschätzen zu können. Aber hier nochmal für euch, wie ich euch schon gezeigt habe, das solltet ihr mindestens dabei haben. Und dann seid ihr optimal aufgestellt für eine Hochtourenwoche, für eine Woche Durchquerung, zum Beispiel jetzt in den Ötztaler Alpen. Was natürlich jetzt am Schluss noch dazu kommt, wäre dann eure Trinkflasche, die kommt noch on top oben drauf. Aber oder vielleicht noch ein Steinschlaghelm, den ich für diverse Gipfelanstiege brauche, wenn ich zum Beispiel im Fels unterwegs bin. Aber für normale Gletschertouren brauche ich den eigentlich nicht mitnehmen. Ja, so, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht mit dem Film, wo wir jetzt für euch gemacht haben. Ihr habt ein bisschen kennengelernt, was muss man auf Tour mitnehmen, was nicht.
Natürlich ist das viel Erfahrung. Die Erfahrungswerte, die habe ich natürlich. Ich bin zum einen halt professioneller Bergführer. Ich arbeite für den DAV Sami Club in München. Da bin ich natürlich sehr viel unterwegs. Und zum anderen arbeite ich bei den Bergfreunden als Produktberater. Ich kann euch optimal unterstützen in Sachen Produktanfragen. Wenn ihr noch Fragen und Wünsche habt, meldet es bei uns, schreibt uns eine Mail. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal raus aus der Nummer hier. Ich bin der Robert von den Gearheads und würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen.